Carlo Ancelotti, Diego Simeone und Jürgen Klopp gemeinsam auf einer Pressekonferenz an der Säbener Straße. Und das am Freitag, den 12. Mai 2017, mitten im Spielbetrieb, im Endspurt um Meisterschaften und Platzierungen in den Abschlusstabellen? Ja und nein. Während Bayern-Coach Ancelotti tatsächlich leibhaftig an der Säbener Straße weilte, wurden Simeone und Klopp live per Hologrammtechnik aus Madrid bzw. Liverpool nach München gebeamt. Grund für dieses beeindruckende, futuristische Spektakel ist der Audi Cup 2017, der am 1. und 2. August in der Allianz Arena ausgespielt wird. Mit Bayern München, Atletico Madrid, dem FC Liverpool und einer vierten noch zu benennenden Spitzenmannschaft. Das also Anfang August. Hier und heute nun das letzte Training vor dem Kracher des vorletzten Spieltages der Bundesliga-Saison 2016-17, an dem der alte und neue Meister beim Tabellenzweiten und sicher für die Champions League qualifizierten RB Leipzig antritt. Auch wenn die Rollen erster, zweiter fest verteilt sind, ein durchaus wichtiges, prestigeträchtiges Duell des Rekordmeisters beim Aufsteiger. Leipzig hat sehr gut gemacht diese Saison. Sie waren der beste Gegner für uns. Morgen ist ein Fußballfest. Das aber ohne die angeschlagenen bzw. verletzten Innenverteidiger Javi Martinez und Mats Hummels stattfinden wird. Apropos Innenverteidiger, Holger Badstuber, dessen Vertrag beim Rekordmeister am 30. Juni 2017 endet, wird nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 in der neuen Saison eine neue Erfahrung voraussichtlich im Ausland suchen. Dazu wünscht der FC Bayern München Holger Badstuber alles Gute und bedankt sich bei ihm für sein vorbildliches Engagement in den knapp 15 Jahren an der Säbener Straße.